Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir sind auf der nächsten Route unterwegs. Beziehungsweise, ich glaube, es sieht noch eine erste neue Route. Aber an sich haben wir da oben auf jeden Fall schon Trainer rumlaufen. Glaube ich. Gucken, wer ist auch gar kein Trainer? Ich kann einfach nur joggen, wie es aussieht. Kommen wir nicht weiter? Was bist du für einer? Ah, der ist wahrscheinlich aufgehalten, wenn wir weitergelaufen wären. Ohne Arena. Hier ist die nächste Route. Route 3. Da haben wir einen Doppelkampf. Ich habe eben schon mal Arvin rumgetan. Dann. Tja. Tun wir den mal nach oben. Bing. Wer mit weiten Kräften. Also, das ist hier schon wieder durch. Trainer sind mir egal. Das lese ich nicht vor. Nur Zoe. Felido und Felido. Haben wir zum Glück gerade unseren Käfer nach vorne getan. Und Bedroher haben wir ja auch noch. Stimmt. So, wie war denn Unlicht bei Unlicht? Probieren wir mal aus. Ja, du machst Zornklinge. Weil ich wahrscheinlich denselben angreifen soll, ne? Weil ich das nächste Video einfach auf One-Shotten können. Weil ich mache jetzt ja doppelten Schaden damit. Ich bin nicht ganz so schlau. Tja, dann kann es jetzt trotzdem One-Shot mal sein, ne? Also so eine Dreiviertel-Shotten. Boop. Kratzer, boop. So, dann finishen wir den mal. Bam. Okay, so, was können wir nach oben? Links, was ist hier links? Hier geht's irgendwie weiter an sich. Was ist da oben für ein Spielplatz? Ach, hier ist die Pokémon-Pension. Alles klar. Und das ist ein Kindergarten, wie es aussieht. Sind da irgendwie Trainer hier irgendwas von? Oh, du bist auf jeden Fall ein Trainer. Okay. Mit Rohr ist schon mal ganz nice, ja. So, dann machen wir mit dir einen Biss. Jam, jam. Hätte ich halbes Leben machen können. Na gut. Immer kann Damage bekommen. Ist nicht tot. Dann tauschen wir beim nächsten Mal raus. Will ja gar nicht den Silberblick ein bisschen mehr Damage bekommen. Oh, und wir bleiben drin, weil wir Unlicht gegen Psycho sind. Also, wir sollen Unlicht Attacke haben gegen Psycho. Jam. Seewelle, okay. Oh, ja, gut, das sind dafür Gift gegen Psycho, ne, als Typ. Hä? War das keine Psycho-Attacke? Ich bin verwirrt. Okay, scheinbar war das keine Psycho-Attacke, die Psywellen. Okay, du bist auch ein Trainer. Wurde quasi dein. Ist das ein Doppelkampf? Nee, was sagen wir dir denn? Eigentlich stehe ich nebeneinander und ich sie sich gegenseitig angucken. So, da mag. Gut, bleiben wir mal weiterhin drin. Und zwar auf Kleckerbohr austauschen, aber ich glaube, die eine Runde macht da keinen Unterschied. Zweimal zurückgeschreckt. Natürlich unlucky für ihn. So, dann bist du auch Level 14. Gerade eben so. Mit einer Erfahrung gefühlt. Okay, wenn du jetzt auch Level 14 bist.
Damit ich nach oben. Soundtrainer? Jo. Ich werde erstmal ganz Kindergartenkinder hier abziehen und ihr Taschengeld wegnehmen, wenn ich gewonnen habe. Grimark. Ist natürlich jetzt nicht so gut, dass ich mein Käfer-Pokémon nach vorne getan habe. Wechseln wir mal ganz schnell wieder raus. Okay, kommt auch nur ein Stecker. Kein Kulut oder so. Also ein Kratzer. Alles ja. Okay, hier so. So, ist da hier oben links ist auch noch einer. Ist auch ein Trainer. Jo, tatsächlich. Ganz Kindergartenkinder, ey. Eine Vorschule? Was sind das? Eine Vorschule sind das immer, ne? Ist Vorschule eigentlich ein Kindergarten quasi? Was ist ein Vorschule? Und eine Vorschule ist ja was anderes als ein Kindergarten, ne? Oder? Keine Ahnung, ich war auf keiner Vorschule. Ich war Kindergarten und dann Grundschule. Da ist Vorschule ein anderes Wort für Grundschule. Tja, kein Plan. So, ist auch Level 14 erreicht. Dann haben wir den nächsten nach oben. Müssen einfach alle nach und nach Level 14 haben. Was ist für ein Schild? Tipps der Trainer. Blablabla. Oh, wieder ein Rivalenkampf. Nico, warte, lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Trions stärker ist. Dann schauen wir mal, welches Level der ist. Okay, wir fangen auf jeden Fall mit so einem Otterrohr an. Level 14, ja, okay. Also ungefähr so wie wir. Dann gehen wir nochmal wieder raus. Auf Geralt. Wenn der jetzt einen Aquaknarre auf unser Wasser-Pokémon eingesetzt, das wäre genauso dumm. Wie auf unser Pflanzen-Pokémon jetzt, hä? Warum ist das ein Aquaknarre, wenn ich Shiggy draußen hab? Okay, wieder mal der Aquaknarre. Ich würde zwar Bock, dass ein Kratzer an sich mehr Damage macht, aber hey. Oder ein Pfund oder so kann er wahrscheinlich, ne? Oder Tackle, irgendwie sowas. Ja, frisst jetzt wieder seine Beere wie beim letzten Mal. Ja. Yum, yum. Lecker Beeren essen. Was wir da kritten. Wenn wir Full Life sind, ist mir relativ egal. Ein Volltreffer. Ein sehr spannender Kampf gewesen. Einfach ich absauber durchgespammt, er einfach Knarre durchgespammt. So, und dann Felido. Dann machen wir trotzdem mal wieder unser Käfer-Pokémon. Auch wenn Level 14 ist, was soll's. Ich sag ganz ehrlich, die werden eh nach und nach. Durch die guten EP-Teile gibt, werden eh nach und nach immer welche zurückfallen, die wir hochleveln. Wenn wir eher ohne Areal sind, wo wir gegen Wasser-Pokémon kämpfen hauptsächlich, dann werden sich halt Onix und Deodactylkorn benutzen können zum Beispiel. Und dann muss ich die halt hochleveln. Weil ich mir irgendwo bin, keine Ahnung, wo mehrere Feuer-Pokémon rumlaufen, benutze ich der Tula logischerweise ja nicht. Und da wird immer irgendwer zurückfallen. Und tatsächlich, wie gesagt, von der Theorie müssten wir nach der Route hier eigentlich schon bei der nächsten Arena wieder sein. Also, wir haben letzte Folge ja auf der Map geguckt, also jetzt müsste jede Stadt eine Arena sein. Das heißt, wir haben immer nur eine Route zwischen den Städten. Und vielleicht mal eine Höhle oder sonst irgendwas.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir unsere Pokémon alle auf den Level kriegen für die nächste Arena. Da muss ich eh wieder hochleveln. Okay, wer weiß, was für ein Level das war. Warte mal. Irgendwo hier aufgeschrieben. Nächste Arena wäre Level 20. Also bis dahin werde ich noch nicht mit meinen ganzen Pokémon kommen. Das glaube ich nicht. Verstehe, so kämpfst du also. Aus dem Weg, weg da. Was soll das denn jetzt? Hoppla, Bell, warum rennst du denn so? Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Sind dort lang, aber... Nun sag schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben sich aber schnell verkrümmelt. Und was wird nun aus meinen Pokémon? Nun, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halt dich gut fest. Diese Typen von eben haben dem Mädchen hier seinen Pokémon weggenommen. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Na los, Neko, wir holen das Pokémon zurück. Bell, du bleibst hier bei dem Mädchen. Ja, erstmal Item einsammeln. Oder auch nicht. Düsselgur, das erste, was wir hier sehen. Schon mal, hat er auch noch keinen Trainer in Düsselgur oder so, ne? Den erstmal bekämpfen sollten, der mir eh an sich ja Erfahrung fehlt. Was ist denn hier unten eigentlich? Da darf ich anscheinend noch nicht hin, okay. Ich bitte dich, Neko, nimm dieses Team Plasma da, nimm diesem Team Plasma das Pokémon wieder ab. Hallo, Entscheidungsfreiheit, was ist damit? Domstein Trainer. Noch nicht, erstmal gegen ein wildes Pokémon kämpfen. Ein Ohr doch. Dann versuchen wir das mal platt zu machen. Okay, das hält schon ganz schön viel aus. Mal sehen, wieder Tula. Einfach für Zornklinge. Wenn wir schon wenig Damage machen und recht oft eine Attacke einsetzen müssen, dann fühlt sich der Zornklinge auf jeden Fall an. Erstmal zwar nicht so viel Damage. Dann machen wir mal doppelten, doppelten, doppelten. Ups, ich glaube, ich bin 160 oder so hoch der Damage. Also 20, 40, 80, 160. Hat Bera das Ding auch noch? Muss also eigentlich erst bei Maximum Damage sein. Bam. Das waren viele Erfahrungspunkte. 600 Erfahrungspunkte insgesamt. Die nehme ich noch mit, ey. Jetzt kommt mal der Trainer. Krass, halt, ich glaube, ich hätte noch nie, wenn ich Pokémon gespielt habe. Als ich vor einem Trainer in dem Gras gelaufen bin, dann aber erstmal das wilde Pokémon getwirrt ist und dann automatisch danach der Trainer. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ich habe gedacht, man hat automatisch einen Trainerkampf dann. Gut, das sollten wir mal fertig machen können mit ein paar Verknarren. Ja, perfekt, halbes Leben ist weg. Das war schön zu sehen. Ja, klar, wir bleiben erstmal drin. Dann machen wir vielleicht Level 15 oder so voll. Und wir setzen aber immer mal ein paar Entwicklungen mit Chillog und Webtain. 22 in Arbok. Aber das ist doch ein weiter Weg, muss ich sagen. Bis 22 wird noch eine Weile dauern. So, und jetzt noch ein Düsselgur hinterher. Oder Felino. Wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Das ist meine komische Katze da halt. Und nehmen wir mal Petri. Felilo, so heißt das. Glaube ich. Felilio? Ey, wieso? Keine Ahnung, ey. So, ach, kannst du gar keine Steinsattacke, stimmt. Egal. Aber ein Biss einsetzen, ja, komm. Ah, ist zurückgeschreckt. Eis zurückschrecken auch so richtig komisch, ne? Ich find's einfach schade, dass wenn du halt langsamer bist als der Gegner, ihn halt nicht zurückschrecken lassen kannst du in der nächsten Runde. Also wenn jetzt du sogar vor mir angreift, ich greife einen Biss an, schreckst du dann nicht zurück.
Oh, das sehen wir ja bekommen. Ich find's irgendwie schade, dass es das nicht irgendwie so rundenübergreifend ist, dass wenn ich langsamer bin, den quasi für die nächste Runde zurückschrecken lassen können. Das heißt eigentlich, wenn du langsam als Pokémon bist, ist zurückschrecken eigentlich ein übelst schlechter Set für dich, weil du es aber nie anwenden kannst. Oder halt selten. Okay, der Schicki ist aber schon ein bisschen angeschlagen ist. Tun wir jetzt. Doch mal ein Pädchen nach oben. Die Kerle sind hier reingelaufen. Neko, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Klar, lass uns mal hier reingehen. So ist nicht das Projekt, sein Team Plasma zu besiegen, auch wenn unsere Pokémon schon leicht angeschlagen sind. Ah, da komme ich gar nicht hoch, das ist so eine Treppe. Neko, bei denen stürzt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind-Pokémon adäquat, also kann ich lesen, adäquat behandeln könnte. So kann einem die Pokémon auch nur leid tun, oder? Mit deinem Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Ein einziges Naradotz. Oha, so krass, ey. Wieso, weshalb, warum? Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Gut gemacht, Neko. Los, gib uns jetzt das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückgeben. Wir nächsten, ja. Das ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit. Und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe und daher mal lieber ganz still. Neko, wir zeigen denen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Ist ein Doppelkampf jetzt, oder wie? Jo. Naradotz und Naradotz. Wow, eine krasse Pokémon-Vielfalt hier auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal weiter für Biss. Wofür schon eigentlich mehr Damage macht, weil wir Typ Flug sind, aber hey. Davon schaut man bitte eh nicht. Er ist da tot. Ja, ich glaube, ja, Rodaktik braucht ganz schön viele Erfahrungspunkte. Ich habe gerade gesehen, wie 85 war. ganz schön wenig. Ist doch One-Shot mit Flügelstärke. Oh. Damage auch ein bisschen unterschätzt. Wir nehmen die törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für ein Grund, dass sie auch aufhören mögen, die Leuten ihren Pokémon wegzunehmen, also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr bedeutet die Pokémon. Ihr bedeutet die Pokémon doch am meisten? Ach, ihr beutet, nicht bedeutet. Alter, ich muss echt mal lesen. Ja. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Diese sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten. Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben, aber es kann mir nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Die Trainer bringen die besten in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihrem Trainer und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Also Neko, ich bringe ihr das Pokémon zurück. Was machen wir jetzt hier? Komm ich überhaupt weiter von der Tyrannei? Ne, brauche ich Server an sich, ne? Man kann jetzt gleich das Item da noch einsammeln, glaube ich. Ein Kiesding, das war die Generation. So, ach komm. Komm, Kiesling. Ja. Was soll das in der Mitte Ding? Der schwarze Punkt da eigentlich? Das Auge denn darstellen oder so? Oder ist das überhaupt ein Auge? Was ist oben drauf der Kopf da? Ich weiß gar nicht, was das Ding. Also, es ist halt ein Kiesel, irgendwie, ne? Deswegen heißt es ja Kiesling, aber. Oh, Raub. Hat dieselbe Stärke, glaube ich, wie Biss an sich, ne?
Ne, doch, ich hab Stärke 40 nur. Was passt eigentlich mit der Leon, der es gebrauchen könnte? Und die beiden haben Biss. Na klar, ich kann mit einem Item klauen und so, aber wie oft haben die Trainer hier Items? Und vielleicht auf Two-Life rauf, anstatt irgendwie hier Fahnenschuss oder so. Aber ganz ehrlich, eigentlich. Was soll ich mit. Wen soll ich mit angreifen? Lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ne, komm, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Wir könnten ja. Ich meine, für Dings wäre es gut, ne? Wenn wir nochmal gegen Scheren kämpfen, dann wissen wir auf jeden Fall sein Autorad in der Sinebeere. Später wahrscheinlich eine Zitrobeere. Oder irgendwelche Arena, da haben wahrscheinlich auch irgendwelche Bären auf ihren Dingern drauf oder so, aber ansonsten hat er ja kein Trainer eigentlich Items im Normalfall. So, gehen wir mal zurück. Stehen hier wahrscheinlich noch ein Labern jetzt gleich rum. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid genial, Neko. Ihr habt zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde wie euch zu haben. Ich bin dir so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Heilbei, yay. Ah, der Heilbei. Wenn du damit ein Pokémon fängst, werden seine KP vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später, Neko. Tschüss. Jo, da würde ich auch sagen, das war's wieder für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.